Heute bei uns, herzlich willkommen, Klaas Häufer Umlauf. Mann. Ihr seid auf dem richtigen Weg, du und Joko. Ja, weiß man nicht so richtig genau. Warum? Ne? Naja, Zweifel? Also, ja, schlauer wird's ja nicht, ne? Aber es gucken noch ein paar Leute, ne? Ja. Wieso? Naja, also ob man auf dem richtigen Weg ist, da gibt's ja verschiedene Ansätze, darüber nachzudenken, ob das der richtige Weg ist in dem Sinne. Ihr jungen Menschen seid so grüblerisch, so jetzt wird halt sagen, wir hätten damals sofort uns überschuldet, Bentleys gekauft, wirklich uns bewerfen lassen mit allem, was das Naturheilmittelparadies hergibt. Ja. Und ihr, trotz diesen großen Erfolgs, und es war ja nicht nur eine tolle Zuschauerzahl am Wochenende, sondern auch tolle Kritik, wirklich, ihr seid zweifelnd und sagen wir schön Ball flach halten, so Götzeartig? Nee, das sind so die Momente, wo man dann irgendwie Gemüse ins Gesicht geworfen bekommt, da denkt man sich schon mal drüber nach, ob das jetzt der sogenannte richtige Weg ist, auf dem man da ist. Ja? Also es sind ja dann schon, also es gibt immer mal wieder kleine Momente, die dann mit der Tatsache der einzelnen Sachen zu tun haben, die man so macht. Ja. Also in dem Moment, wo Joko sich den Mund zunähen lässt, da denke ich natürlich, muss das alles sein. Ja. Ja. Gut, es muss sein. Ja. Es muss sein. Was sollte man sonst machen? Ja, ja, ich finde das auch ein bisschen gerade. Habt ihr Lesben bei euch in der Show? Bitte? Nee. Ach, keine? Also keine, die es bislang irgendwie mal so, also so vielleicht nach 5 Bier, aber ansonsten okay. Hat es niemand zugegeben bislang. Herzlichen Glückwunsch zum Comedy-Preis. Oh ja, herzlichen Glückwunsch. Comedy-Preis, meine Damen und Herren, für die Kollegen. Sehr. Vielen Dank. Haben uns sehr gefreut. Wie war die Stimmung? Es gab außer euch eigentlich nur überraschende Sieger, oder? Absolut. Mario Barth hatte keiner mit gerechnet. Auch schön, endlich mal, ja. Ja, absolut. Ja. Der kann sich mittlerweile, glaube ich, wirklich ein Haus bauen aus den Dingern. Ne? Ja. Aber das ist ja... Hat er schon. Aber jetzt die Preise. Soll der Fan ja nicht so wissen, wa? Ja. Hat er schon. Ja. Nee, aber sehr sympathisch alles da. Also doch wieder entgegengenommen, bei den Fans bedankt. Ja. Und nö, es war alles, also sehr gefreut hat sich Violetta, unser Mastermind hinter der Sendung Zirkus Halligalli, die ältere Dame, die bei uns ist, und unser persönlicher Himbeer-Toni, Violetta. Übrigens, sehr gutes Wort, ne? Ist mir letztens wieder aufgefallen. Ich habe jetzt gehört, wo es herkommt, dass mir ist eingefallen, dass ein Vater von einem Freund von mir, immer wenn der irgendwas nicht machen wollte, was wir ihn von ihm verlangt haben, hat gesagt, ich bin doch nicht dein Himbeer-Toni. Das ist aber ein sehr, sehr gutes Wort. Es kommt, und es wurde mir jetzt gesagt, vom Wort Erdbeerschorsch. Und das Wort Erdbeerschorsch ist eine Verballhornung vom Erzbischof. Ja, und das war wiederum der frühere Bischof der Diözese Rottenburg-Neckar, Georg Moser, der rötliche Haare hatte. Georg Schorsch, Erdbeerschorsch, der Erdbeerschorsch. Das war der Bischof. Und daher kommt dann wer auch immer dann der Himbeer-Toni war. Aber ja, es gab auch das ist gut. Ja. Der Himbeer-Toni. Pflaumen-August vielleicht auch noch. Ich hatte mal eine Kollegin, die hängt ja an alles den Begriff Lurch ran. Mein Steuerlurch. Ja, ich war bei meinem Versicherungslurch. Ja. Aber Lurch, dem ich warte auf den Schranklurch, weil irgendwie was repariert werden musste. Ja. Also es war alles Lurch, also sah aus wie im Terrarium. Ja. Ja. Aber gut, dem Lurch sagt man dann ja auch vielleicht zu, dass er dann noch besonders gewitzt ist oder so tatsächlich durch so manipulatives Arbeiten so eine Art Winkeladvokat. Winkeladvokat? Ja. Das sind aber Begriffe. Woher kommt denn Winkeladvokat? Das weiß ich nicht genau. Das glaube ich, Dr. Joe Gerner hat den mal geprägt. Ja. Wirklich? Ja. Winkeladvokat, ja. Winkeladvokat oder Jubelperser ist auch sehr gut. Jubelperser sagt weiß ich man auch nicht mehr so. Doch, ich weiß, woher es kommt. Weißt ja, du, das kommt? Weiß ich auch. Ja, vom, ja. Ja, ja. Aber als der? Schah von Persien. In Berlin. War. Und dann waren nicht genug Leute zum... Auch eine schöne Idee. Eine schöne Idee, Sätze vervollständigen. Ja, also als Spielidee. Wir könnten so ein Impro-Comedy-Format machen. Ja, ja, das wäre was. Freischnauze XXL. Freischnauze, der Titel ist, glaube ich, schon weg. War das nicht mit Mike Krüger? Es gab's mal, genau. Da wurde die Impro ab Dienstag geprobt, glaube ich, ne? Wahrscheinlich, ja. Genau. Ja. Das ist ja gute Improvisation, will gut vorbereitet sein. Das wussten ja schon einige. Aber lustig, wenn wir so zusammen reden, reden wir wie ein Gottschalk, ne? Ah, mein Lieber, ah, hier in Berlin. Aber bei Tommy liegt es ja daran, dass er zum Beispiel, ja, er hat ja bei Wetten, dass Leute begrüßt und gesagt, tolles Buch und sagt, wieso, ich bin für einen Film hier. Ja, ja? Genau. Und das heißt, er hat im Grunde so ein Geräusch angedeutet, jetzt kommt ein Gespräch und da musste der Gast sagen, was los ist. Er hier hat ein, und da muss er sagen, Film über Astronauten gedreht und so. Ist das tatsächlich so, dass dann erst die Sendung aufgezeichnet wird und im Nachhinein werden die Fragen von Tommy reingeschnitten? Nein, das glaube ich nicht. Wobei,
Das ist vergangene Zeit, jetzt läuft es bei Wetten, das ist ja riesig, ne? Hat man das euch auch schon angeboten? Wetten, das? Ja. Das stand ja mal irgendwo nicht so richtig angeboten, hat uns das nie einer. Aber Glück ich hab das aber auch nie dementiert. Also es stand überall, es wurde uns angeboten. Ich habe mal gesagt, ja, aber wurde nicht. Aber es wäre auch, es hätte euch gar nichts gebracht, weil jetzt habt ihr das eigene Format. Das ist, ich habe zwei Formate. Ja. Ja. Wie viel könnt ihr denn von diesem Duell um die Welt pro Jahr machen? Ja, also es kommt an. Also wenn keiner stirbt, dann so drei. Okay, lass uns offen reden, es ist ein hartes Business. Was ist, wenn einer stirbt? Was? Dann zwei. Machst du deine Dann machst du aber alleine weiter, oder? Ja, sicher. Ja. Das ist ja, da warte ich ja nur drauf. Wenn einer stirbt, machst du alleine weiter. Wir haben so einen Deal, dass, ich bin da momentan finanziell noch nicht so auf sicheren Beinen, aber es gibt immer noch das Angebot, was jeder von uns beiden ziehen kann, eine Option, dass man eine monatliche Sofortrente an den anderen bezahlt und dann lässt er einen in Ruhe, zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück und sagt auch nichts mehr. Schreibt keine SMS mehr, twittert nicht mehr, Wiedersehen. Ehrlich? Ja. Ja, das ist ja bei euch zu Hause. Früher hatte man einen Fax, das hatte auch nicht jeder und so, aber bei euch, ihr seid ja praktisch nicht erreichbar sein, gibt's ja nicht, oder? Genau, absolut. Ja? Ja, nee, das gibt's nicht, genau. Und vor allen Dingen wird man ja dann immer noch assoziiert. Also der andere muss dann, wenn diese monatliche Sofortrente gezahlt wird, sofort wirklich alle Brücken auch in der Öffentlichkeit abreißen. Und immer wenn er gefragt wird, darf er nicht antworten und so. Also dass man wirklich in der minimalen Zeit eigenständig dasteht. Und dafür muss man aber dann bis zum Lebensende, was ja wie gesagt, falls wir noch eine Sendung machen, auch mal schnell sein kann. Ja, das sind schon gefährliche Sachen dabei. Weißt du, was ein gutes Kriterium ist, dass die Sendung wirklich jetzt ankommt? Von unterschiedlichsten Leuten höre ich, dass die das, uns mal sagen, alle, es ist unterhaltsam. Und das ist schon mal ziemlich viel. Ja. Und zwar unterschiedliche Alterskategorie, unterschiedliche Phasen des Berufsabbruchs. Ja. Ja. Und auch bei uns im Team hier, die Leute haben es geguckt. Ja. Und es liegt daran, dass sie euch auch mögen. Das ist schon mal ziemlich viel. Wenn man, also man probiert ja mal, ich finde, auch wenn ich Leute im Fernsehen sehe, freue ich mich immer, wenn ich so denke, also ich erwarte gar nicht mal, dass ich die jetzt besonders nett finde oder besonders sympathisch oder so. Mir reicht schon, wenn einer 3 Jahre im Fernsehen ist, ich kriege den mit und er nervt mich nicht. Das ist aber schon sehr viel, nach drei Jahren. Zum Beispiel jetzt, ich teile bestimmt jetzt nicht immer den Humor von Kai Pflaume. Und ich bin jetzt auch nicht immer bewegt, Moment, wenn da was wie passiert. Wie Humor von Kai Pflaume? Ja, eben. Ach so, ja. Das war mein Fehler. Ich stand auf dem Schlauch. Aber Kai Pflaume nervt mich nicht. Das ist es. Kai Pflaume hat mich noch nie genervt. Ich habe nie gedacht, mach den Assi weg, der nervt. Gibt es den Kollegen, bei dem du denkst, mach den Assi weg, der nervt? Nein. 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 Assi sind eigentlich die wenigsten, oder? Assis? Gianni Jobatai in einer gewissen Weise. Aber, jetzt ist doch bei der HuffingtonPost.de? Da spielt jetzt einen Journalisten, habe ich gehört. Ja. Ich wusste gar nicht, dass er Schauspieler ist. Naja, ja, genau. Ja. Hast du mal auf Gianni Jobatai, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, da gibt es eine Homepage, GiannoJobatai.de oder ja. so. Ne? Ja. Und da steht eine Vita drin. Und ich glaube, wenn man diese Vita liest, die natürlich in der dritten Person geschrieben ist, Gianni Jobatai macht dies und macht das ja. und so. Ich vermute, zwischen den Zeilen eine Atmosphäre herausgelesen zu haben, als ob derjenige, der in der dritten Person da schreibt, derjenige ist, über den geschrieben wird. Also ich glaube, es ist selbst verfasst, aber in der dritten Person, weil das ja auf einer Homepage ist und das macht man ja nicht selber. Ah, verstehe. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja. Aha. Muss man mal gucken. Ja. Aber sind denn da alle Buchstaben an der richtigen Stelle? Also ein Lektorat wird es vielleicht gegeben haben. Ja, weil es gab ja mal diesen Horror bei Zimmerfrei, als die Buchstabensuppe serviert wurde. Aber ne? da hat man, glaube ich, mit dem nachfolgenden Anwaltsverkehr zumindest ein bisschen Grammatik gelernt. Ne? Aber wir haben das hinterher dann in meiner Show klargestellt. Wir hatten ihn eingeladen und haben das nachbearbeitet mit Blasepfeilen so aus dem Rohr. Ja. Und so. Dann, daher kam das. Ja. Nee, da wollten wir es klären, aber da war er schon weg. Du weißt ja, wie das ist, mit Kollegen und so. Ja. Aber das heißt, der nächste Job für dich ist jetzt, Musik machst du ja auch noch. Ja, aber warum spielst du nicht mal hier mit? Oder geht das nicht? Hat mich bislang keiner gefragt und ich wollte jetzt nicht aktiv hier anrufen und sagen, darf ich nicht mal hier singen. Machen aber viele. Ja, ist das so? Rufen da Künstler auch selber an. Bitte? Aber ich sag, das geht nicht, weil jemand, der so verzweifelt ist, den möchte ich hier nicht sehen. Ne? Ja. Also, dass er anruft und hier singen will. Na eben, deswegen warte ich halt drauf, dass mir, ich meine, jetzt komme ich ja gerade an die Lage, verzweifelt zu wirken. Ja, ja, toll. Aber ich singe auch gerne mal hier, wenn das nötig ist. Was ist das für eine Richtung, die du machst? Das ist emotionaler, also es ist mir nicht möglich, nicht zumindest ein bisschen melancholische Musik zu machen. Mhm.
Und so ist es auch. Also es darf trotzdem, also wenn einer Lust hat, kann er da trotzdem gerne eine Polonaise machen beim Konzert, aber es ist, passt nicht so richtig zur Musik. Finde ich aber toll, ne? zum Blues eine Polonaise, oder? Ja, eine Blues-Polonaise. Wie heißt die Band? Oder? Gloria heißt die Band. Ah, Gloria. Ja, kann man finden im Internet. Ja, bei YouTube, bei den jungen Leuten im Cyberspace. Ja. Ja, erst mal schön schmökern auf der Seite von Gianni Jobatai. Ja, genau. Und dann rüber schmökern. Wir haben wirklich viele Wörter, die schon lange nicht mehr benutzt werden, haben wir heute hier benutzt. Schmökern ist auch so ein Wort. Ne? Zum Beispiel, da ist das nicht dieser schmökernde Winkeladvokat. Ja, genau. Also, das ist ein toller Begriff, oder? Es gibt ja, oder überhaupt, es gibt ja auch oft so Begriffe für gute Sachen, die lange nicht mehr benutzt werden, die ich auch probiere wieder einzuführen. Zum Beispiel, dass man sagt, etwas wäre prima. Ja, prima. Sagt man auch nicht mehr. Oder klasse, du. Ja, es wird alles nur noch geil irgendwie. 1A. 1A, sagt man auch nicht, ne? Oder über eine Frau, das ist aber ein steiler Zahn. Ja, genau. Aber das ist natürlich sehr 50s. Erste Sahne, ne? Erste Sahne, ja. Allererste Sahne. Klaas, erste Sahne, wirklich prima. Wenn du so machst, dann muss ich jetzt gleich, mal gehen. Ne? Genau. Ja, gut. Mensch, Klaas, toll war's. Toll war's, ne? Klaas, war jetzt, toll. Ja, aber kannst du auch so gehen? Ja, nee. Ja. Ha? Er hier muss zum Flugzeug, mein Lieber. Ja. Ja. Sitze hier, servus. Einmal hier, einmal anfangen hier. Klaas. Gut. Nächsten Montag? Ja, nächsten Montag, 5:10. Gute Zeit. Kommst du mal vor Weihnachten oder nicht mehr? Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, ich möchte gerne. Ansonsten kommst du mit Band, ja? Absolut, ich komme gerne mit Band. Komm einfach mit der Band vorbei, dann schicke ich die Stones einfach weg an dem Abend. Ne? Ja. Geh da jetzt raus. Ah, Ole, hier. Ja? Er hier, mein Lieber. Klaas Häufer, Umlauf. Ja, sag ich dem. Also, tschüss, Harald Schmidt. Tschüss. Servus. Ja, Wiedersehen.